Hallo, meine Freunde, Naturfreunde, Biener, Imkerfreunde, Freunde aus aller Welt, heute sind wir wieder in der Bäderwerkstatt. Heute zeige ich euch mal, wie man eine kleine Raupe macht. Was brauchen wir dazu? Wir brauchen ein wenig Zementmörtel. Den haben wir hier drin. Einfach nur normale Zementmörtel vom Baumarkt. Dann brauchen wir eine Sogge. Die gibt es in jedem Schuhgeschäft. Die füllen wir jetzt mit Beton. Oder Zementmörtel sozusagen. Beton ist es ja keiner. Die füllen wir schön mit dem Zementmörtel. So. Ein bisschen rein. Rucki zucki. Ah, schöne Raupe. Ein bisschen noch. Kriegen wir nicht alles rein. Also. Insofern viel mehr reintun, können wir es bestimmen. Wird die dicker, wird die dünner, die Raupe. Je nachdem, wie viel Zementmörtel wir reintun. Kann es auch mit dem Bäderestrich kann man es auch machen. Aber ich nehme lieber Zementmörtel, der ist feiner, ist nicht so grob. Gefällt mir besser persönlich. So, dann müssen wir das zumachen. Dann müssen wir hier oben zumachen, die ganze Geschichte. Da ist so ein kleines Drahtchen. Vom Brot habe ich das. In den Brottüten sind so immer so kleine Drähtchen. So, jetzt haben wir schon mal die ganze Geschichte hier. Jetzt müssen wir sie noch ein wenig langziehen, die Wurst. Schön langziehen. So. Schön langziehen, die schöne Wurst. Gehen wir das an. Dann machen Sie mal den Kopf. Das gibt der Kopf hier mit einem Gummi. Kleines Gummile. Dann formen wir das so ein bisschen. Dann gibt es den Kopf. Nehmen wir ein paar Gummis. Machen die da rein. Jedes Gummi gibt eine Rundung von der Raupe. Da gibt jeder eine Rundung. Da. Ja, ich habe den Kopf ein bisschen hoch da. Ich muss ihn noch so ein bisschen krümmen. Jetzt zusammendrücken. Und fertig. Das ist die erste Raupe. Die muss trocknen und dann ist sie fertig. So, jetzt ist die Raupe getrocknet. Was machen wir? Ziehen die Socke wieder aus. Ziehen wir die Socke wieder aus. So.
Gummis weg. Wenn man es nach dem Tag oder nach dem zweiten Tag ausschalten tut, geht es am besten. Nicht so lange wartet. Ein, zwei Tage reichen. Dann kann man das Ding ausziehen. Gummis kann man wieder verwenden, wenn sie nicht kaputt sind. Manchmal geht auch mal einer kaputt, aber ist egal. Dann nehmen wir eine Bürste, tun das schön sauber machen, dass das Abgesandelte weg ist. Und dann kann man die streichen. Kann man die schön streichen, ne? Und kann man in den Garten reintun, kann man das ganze Jahr draußen lassen, nur wasserfeste Farbe. Dann passiert denen gar nichts. So, ist die jetzt sauber. Zeige ich mal, wie die aussehen, wenn sie fertig sind. Wie sind die fertig? Da habe ich schon ein paar fertige gemacht. So sehen die aus. Das ist eine schöne. Kann man verschiedene Formen geben, ne? Den erlauben. Babyraube. Auch eine Babyraube. Habe ich die größeren Exemplare. Kann man in den Garten stellen. Da ist noch eine schöne Raupe. Die sind schön. Habe ich schon ein paar hergegeben, weil es den Leuten so gut gefallen. Kann man alle Formen mitmachen, ne? Man kann sie auch einfach nur aus Beton lassen. Aber angemalt finde ich sie schöner. Ich finde sie schöner, wenn sie angemalt sind. Machen sich gut zwischen den Pflanzen. Wunderbar sieht das aus. So, das war's für mich von heute wieder mal, ne? Aus der Beton-Werkstatt. Ihr dürft diesen Kanal ruhig abonnieren, das kostet gar nichts. Ein Abo drücken kostet gar nichts. Ein Like drücken kostet gar nichts. Seid nicht so faul, drückt halt was. Vielen Dank, euer Matze. Bis nächstes Mal. Ciao.